Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute ist ein richtig cooler Tag. Und zwar wisst ihr ja, ihr kennt bestimmt Bounty. Ihr kennt bestimmt Rosella auch. Hi. Oder vielleicht noch nicht. Sie holt sich heute auch einen Hund. Und zwar gehen wir jetzt zu Pomerania Mania und da holen wir ihr einen Hund. Ich freue mich schon mega. Und wir melden uns im Zug wieder oder so. Yes. Rosella. Hi. Wo sind wir? In Ingolstadt. Im Zug. Genau, richtig. Im Zug. Bounty ist auch mit dabei. Freust du dich? Darf ich den Namen schon sagen? Ja, sag! Sag. Oh. Corona, sorry. Kali. Bitte ein wenig leiser. Okay, reicht jetzt. Wir sind in München angekommen, Leute! Ich freue mich so. Ja, wir sind jetzt in München. Jetzt müssen wir zum Flughafen. Wir fahren jetzt zum Flughafen und dann mit dem Taxi weiter. Ich versichere euch, ihr werdet den Hund so süß finden. Sie ist wirklich so zuckersüß. Ja, sie ist echt so süß. Das ist auch so schön. Wir sind endlich da am Flughafen. Ja. Und eigentlich hätten wir jetzt ein Taxi genommen, aber die holen uns ab. Richtig nett. Genau, jetzt müssen wir zu dem Treffpunkt gehen und dann sehen wir sie. Ja. Wir sind hier gerade angekommen und das ist mein Hund. Die ist Kylie. Sie ist so süß. Oh mein Gott. Und das ist auch ein kleiner Welpe hier. Hier sind so süße Hunde. Ui. Und wie findest du sie? So süß. Sie ist so schön. Ui. So ein kleiner Puffel. Ui. Oh, das ist so schön. Geil. Ui. Ja. Oh, sie ist so süß. Leute, sie ist so süß. Ich freue mich so. Da werden die Hunde eifersüchtig. Bounty. Ui. Bounty kommt nächstes in 2 Wochen oder so 2 Wochen zu Rosella. Ja. Wir haben die 2 Wochen miteinander. Ja. Nein. Ist Urlaub oder was? Ich hab einen Serienfilm 2 Wochen. Was ist denn das? So Leute, guckt mal, jeder Besitzer bekommt für den Welpen hier ein Starter-Set mit. Und da sind richtig coole Sachen drin. Und zwar gibt es hier so Leckerli. Genau, weiter Leckerlis. Hier ist Futter. Hier ist glaube ich, Trockenfutter, ja. Eine coole Tasse. Ein Napf. Dann so Pipi-Pads, weil die noch auf die Pipi-Pads gehen. Das ist so ein Spielzeug oder so, das kann man kühlen. Das mögen die. Oh, das ist Kylie, die nehmen wir auch mit, die gehört dazu. Noch ein Spielzeug. Hi. Dann hier ein Kamm, weil die ja viel Fell haben. So Tüten, wo man den Kot aufsammeln kann. So Babytücher. Genau, dann ist hier noch Nassfutter dabei, falls sie das Trockenfutter dann doch nicht mehr mögen, glaube ich. Ja, und wie gesagt, alles, ja, hier ist einfach alles dabei. Dabei. Genau, und Bounty interessiert das auch sehr. Die sneakt der Kylie dann Sachen. Ich sehe es schon. Ui. Welpen gesehen. Bounty, komm mal her. Bounty riecht lieber hier. Von 1 bis 10, wie süß ist dein Hund? 1000, 1 Million, kann man nicht sagen. Wie glücklich bist du? Ich bin so glücklich. Ich komme echt nicht drauf klar und ich realisiere immer noch nicht, dass das jetzt mein Hund ist. Sag mal ganz ehrlich, empfehlst du die Züchterin weiter? Ja, auf jeden Fall. Hier sind so viele schöne Hunde und die haben auch einen voll schönen Charakter. Also ja. Ich finde wirklich auch Bounty und Hi. Lieber, dass wir ruhig sind. Sie ist so ein Knuffel. Ich kann sie jetzt stundenlang zeigen. Kylie möchte euch was sagen. Liken und abonnieren. Schatz. So Leute, wir haben jetzt, wir sind jetzt weg von der Züchterin. Es ist ein bisschen ängstlich. Ja, oi. Aber mit Bounty klappt das ganz gut jetzt. Mal, Leute, sie hat zum ersten Mal ihr Geschirr an. Und das ist so schön.
So, Update. Bounty hat ihr Essen und Kylie hat ihr Essen. Kylie nimmt immer Bountys Essen. Bounty ist darauf sehr sauer. Kylie nimmt alles von Bounty. Das ist auch Bountys Korb. Bounty muss sich daneben legen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bin die ganze Zeit unter dem Pool. Komm mal her! Wie sie hoppelt. Ja, was ist los? Nein, es gibt ganz viel. Oh, Kylie, Ai, mein Schätzi. Oi, Bibi. Wow. So lebensfroh geworden. Hey Leute, die liebe Kylie ist jetzt mittlerweile schon 2 Monate bei uns und wir sind so glücklich, dass sie endlich bei uns ist. Sie ist einfach so lebensfroh geworden und wir lieben sie über alles und ich bin wirklich so glücklich, mir diesen Hund gekauft zu haben. Leute, schaut mal, wie süß sie ist. Sie fühlt sich auf jeden Fall mega wohl bei uns. Und die liebe Kylie hat auch schon ganz viele Spielzeuge. Das hier haben wir ihr heute gekauft. Richtig süß. Nimm mein Engel. Sie ist so süß, Leute. Ich liebe sie wirklich über alles. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, euch auch so einen Hund zu kaufen. Die sind wirklich so übertrieben süß. So, das war's mit dem YouTube-Video. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Ich finde so Abholungen sehr süß, deswegen dachte ich nehme euch auch mal ein bisschen mit, auch wenn sich eine Freundin von mir einen Pomeranian holt. Genau, die Rasse heißt wie gesagt Pomeranian und ich verlinke euch die Züchterin in der Infobox. Genau, Pomeranian Mania heißt sie. Und ich habe schon sehr gute Erfahrungen mit ihr gemacht. Sie ist wirklich immer für einen da. Falls ihr euch einen Hund mal holt von ihr, könnt ihr ja auch immer schreiben. Sie hilft euch immer. Und genau, da habe ich auch meinen Hund her, also Bounty. Hallo, Bounty. Sie ist so süß. Meine Bounty ist so süß. Kuss. Genau. Sie ist jetzt mittlerweile einfach fast 2 Jahre alt. Nein, im Januar wird sie einfach 2. Du bist so alt. So ein altes Baby. Ja. So ein kleines altes Baby. Ja. Ja, beste Entscheidung meines Lebens, sie zu kaufen. Sie hat keinen Bock mehr. Und genau. Da würde ich sagen, danke fürs Anschauen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Und